Und zwischen den Muslimen in Habascha gab es Austausch. Da gibt es verschiedene Überlieferungen. Das heißt, es wurden Boten gesandt und so weiter. Sie sind, nachdem der Prophet in Medina war und einen eigenen Staat hatte, trotzdem noch in Abessinien geblieben. Warum? In Medina gab es doch gar kein Problem für diese Leute. Und das zeigt, dass die Absicht der Muslime in Abessinien noch etwas anderes war. Der Prophet war so schlau gewesen, er wollte ein zweites Standbein haben. Das heißt, eine zweite Tür, wenn dort etwas schief läuft, hat er dort die Muslime, die dort die Dawa weiterbringen können, die dort praktisch die Muslime aufnehmen können, wenn irgendetwas passiert, dass sie dort etwas vorbereiten können. Das heißt, zwei Standbeine. Und deswegen sollte ein Muslim auch gucken, dass er zwei Standbeine hat, dass er sich eine Tür offen hält. Das heißt, der Prophet hat sich dabei eine Tür offen gehalten. Der Beweis dafür ist, dass die Muslime erst Jahre nachdem der Prophet den islamischen Staat in Medina schon etabliert hat, zurückgekommen sind. Ja, jetzt, was ist passiert dort? Was ist dort genau passiert? Und wir können dort einiges lernen. Der König von Abessinien war der Najashi, der war sehr, sehr, der hat auch nachher den Islam angenommen und der war sehr, sehr gerecht gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht geleitet hat. Aber ich will euch eine Frage stellen. Die Situation von Abessinien, das heißt die Muslime, die mit circa etwas über 100, das heißt 83 Männer, 18 Frauen, nach Abessinien gegangen sind, ja, und dort gelebt haben, ja, und die Situation von uns jetzt in Deutschland, ist das dieselbe Situation? Das heißt, weil Ja'far bin Abi Talib, der hat nachher den Najashi über den Islam, mit dem Najashi über den Islam geredet. Ist das dieselbe Situation wie die Muslime in Deutschland? Welchen Unterschied gibt es? Fällt euch was ein? Da ging es viel brutaler zu, auf jeden Fall. Erstens, da wo sie herkommen, da ging es viel brutaler zu, ist richtig. Das heißt, für sie ist es eine große Gefahr, wieder zurückzugehen in ihr Land. Für einen Muslim, der heute hier ist, ist es kein Problem, in sein Land zurückzugehen. Warum sagen wir das? Weil manche Brüder kommen, ja, wir wollen keine Probleme hier haben, so und so. Deswegen rufen nicht so zum Islam. Das heißt, hier können wir verstehen, wenn die vorsichtig sind, okay? Zweite Sache ist, wir haben heute keinen Führer, der auf der anderen Seite mit der Gerechtigkeit des Najashi vergleichbar ist. Dritte Sache ist in der Dawa, diese Leute in Abessinien hatten absolut keine Vorkenntnisse, was den Islam angeht. Aber heutzutage in Deutschland, jeder hat irgendetwas vom Islam gehört. Dass es dort verschiedene Dinge gibt, dass es dieses gibt, jenes gibt, kein Schweinefleisch und so weiter. Jeder hat irgendetwas gehört. Hat irgendetwas gehört, das heißt, da gibt es einen Propheten, der heißt Mohammed, den die heilige Stätte ist Mekka und die essen kein Schweinefleisch und die dürfen dieses nicht und jenes nicht. Jeder, der hier lebt, hat irgendwie sowas gehört. Oder habt ihr andere Meinung? Also ich gehe zumindest auf, oder sagen wir zumindest der große Teil der Bevölkerung. So, jetzt. Was haben die Quraysh gemacht? Sie haben Amr ibn As und Abdullah ibn Abi Rabi'a zu ihnen geschickt, um zu fordern von dem Najashi, dass er die Muslime, diese 101 Leute, ausliefert und dass sie wieder mit ihm zurückkommen, mit den beiden zurückkommen nach Mekka. Jetzt stelle ich erstmal eine Frage. Warum? Wieso kommen die darauf, diese Leute zurückzuholen? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Die müssen doch eigentlich froh sein, dass sie weg sind. Haben wir keine Probleme mehr. So, aber die wollten, dass sie zurückkommen. Das heißt, erstens, die hatten Angst, dass die Leute in Abessinien beeinflussen. Die hatten große Handelsstrecken mit den Leuten in Abessinien gehabt. Die zweite Sache ist, das ist ein Beweis, der Kampf gegen den Islam ist keine persönliche Sache. Es geht um den Islam. Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 120, Len tara antil yahudu wa len nasara hatta tabi'a milatahum. Die Juden und die Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihrem Weg folgst. Allah sagt im Koran, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Das heißt, sie werden euch immer weiter bekämpfen,
Bis sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen, wenn sie es können. Bis sie euch von eurer Religion wegbringen, wenn sie es können. Das sagt Allah im Koran. Das heißt, es geht um einen Kampf der Religion. Deswegen kommt er dahin jetzt. Und der Amr ibn As damals, der war sehr intelligent gewesen. Was hat er gemacht? Der hat versucht, Leute zu bestechen. Genauso wird heute gearbeitet. Hier, du bist ja unser Freund. Amr ibn As ist zu den Batarika, den Patriziern gegangen, die um den Najashi, den König, herum waren. Was hat er gemacht? Er hat ihnen Bestechung gegeben, er hat ihnen Leder gegeben und hat ihnen gesagt, guck mal, diese Leute, die sind dumme Leute von uns und wir wissen besser, wie die sind und wir sind doch eure Freunde. So nach diesem Motto, wir wollen, dass der Najashi die wieder ausliefert, aber wir wollen nicht, dass der Najashi mit ihnen redet. Weil die wussten, wenn sie reden, wird es gefährlich. Weil die Muslime können sich verteidigen mit den Worten. Jetzt, was passiert? Am Ende ist er zum Najashi gegangen, hat das dem Najashi erzählt. Und sie wollten, dass der Najashi, ohne die Muslime anzuhören, sie ausliefert. Was sagte dann der Najashi? Der war wütend, hat gesagt, das werde ich nicht machen. Wer zu mir kommt, ich höre ihn an. Und wenn es so ist, wie er sagt, liefere ich sie aus, ansonsten nicht. Und der Najashi bestellt die Muslime. Und alle Leute, die reinkommen, oder wenn der Najashi reinkommt, werfen sich vor dem Najashi nieder. Als Begrüßung. So. Die Muslime, bevor sie gerufen wurden, haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Amr ibn As ist hier, der will uns hier wegbringen, der will zeigen, oh, wir sind gegen diese Leute und so weiter. Der will uns Gefahr bringen. Einige davon, die mit den Muslimen waren, waren Leute, die gefoltert wurden. Was sagen die Muslime? Was werden wir tun? Was werden wir sagen? Und sie sagen, wir werden das sagen, was uns der Prophet beigebracht hat, und wir werden das sagen, was im Koran steht, sinngemäß. Keinen fidelika mehr, kein. Egal, was passiert. Bruder, das ist die Einstellung vom wahren Muslim. Wir werden sagen, was im Koran steht, was in der Sunna steht, egal was passiert. Wir vertrauen auf Allah. Und wer auf Allah vertraut, dem ist er Genüge. Das war die Botschaft. So, und dann sind sie zum Najashi gegangen. Guck mal, normalerweise, die müssen doch Angst haben heutzutage, ja? Ja, da kommt die, was weiß ich hier, die Bürgermeisterin. Da sind alle Muslime so da am Stehen. Ja, Frau Bürgermeisterin, können wir die Hand geben? Können wir ihnen noch die Hand küssen? Verstehst du? So, jetzt, diese Leute sind in Gefahr. Es ist Gefahr, dass sie vielleicht getötet werden. Ja? Alle werfen sich vom Najashi nieder. Was machen die Muslime? Allahu Akbar, die werfen sich nicht nieder. Was sagen die? Wir werfen uns nur vor Allah nieder. Der Najashi akzeptiert das. Fürchte Allah, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Wer Allah fürchtet, ihm schafft er einen Ausweg. Jetzt, was passiert? Der Najashi fragt sie. Und es werden Vorwürfe gemacht. Und dann sagt Abu Jafar, macht eine Aussage. Er sagt, Ayyul Malik, o du König. Und ich habe hier wirklich die ganzen Punkte aufgezählt. Ich habe diese Khutba so ein bisschen analysiert. Und ich werde das vielleicht nachher nochmal analysieren. Er sagt, Ayyul Malik, Kunna kaumen ahl Jahiliyyah. Punkt 1. Wir waren ein Volk von Jahiliyyah. Er beschreibt erstmal ihre, wie sie gewesen sind. Und das beschreibt er mit 7 Punkten. Okay? Erstmal 7 Punkte, wie sie gewesen sind. Erstens, wir waren ein Volk der Jahiliyyah. Ein Volk, das in Unwissenheit lebte. Was ist der erste Punkt? Kunna na'budul asnam. Wir haben Götzen angebetet. Das heißt, das erste, womit er anfängt zu erwähnen, ist das wichtigste Problem die Anbetung falscher Götzen, falscher Götter. Dann sagt er, وَنَاكُرُ الْمَيْتَ und haben totes Aas gegessen. وَنَاتِ الْفَوَاحِشُ und haben Unzucht begangen. Punkt 4. وَنَقْتُ الْأَرْحَمُ und wir haben die Verwandtschaftsbande zerrissen. 5. وَنُسِي الْجَوَارِ und wir haben die Jiwar, wir haben die Nachbarn schlecht behandelt. Und der Starke von uns, der hat den Schwachen unterdrückt. So, was will er hiermit sagen? Er will sagen, jetzt ist es anders. Also er zählt erstmal auf, wie waren wir gewesen. Dann sagt er, wir waren so, bis Allah einen Gesandten von uns zu uns geschickt hat. So, jetzt zählt er 4 Punkte auf. Beschreibt den Propheten mit 4 Punkten. Narifu Nesabahu, wir kennen seine Abstammung.
Warum erwähnt er das? Er will damit sagen, guck mal, wir glauben an diese Person, weil wir kennen sogar seine Abstammung. Wir kennen seine ganze Familie, seinen ganzen Hintergrund. Und sonst braucht das nicht zu erwähnen. Ja? Das heißt, dass er wirklich wahrhaftig ist und dass man sich auf ihn verlassen kann. Dann, وَنَعْرِفُ صِدْقَهُ وَصِدْقَهُ. Wir kennen seine Wahrhaftigkeit. وَأَمَانَتَهُ. Und seine Vertrauenswürdigkeit. وَعَفَافَهُ. Und seine Keuschheit. Denn es kann sein, dass jemand ehrlich ist, aber ist nicht keusch. Kann jemand sein, dass er keusch ist, aber ist nicht ehrlich. Aber er hat all diese Eigenschaften. Warum sagt er das? Als Bestätigung. Guck mal, wir glauben an ihn. Wir kennen diesen Mann. So, dann sagt er weiter. Das waren die vier Punkte. فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ. Dann hatte er uns zu Allah gerufen. Wozu hat er aufgerufen? Punkt Nummer 1. أَنْ وَحِدَهُ وَنَعْبُدُهُ. Dass wir ihn alleine anbeten. Was haben wir, womit hat er eben angefangen mit den schlechten Eigenschaften? Schirk. Das heißt, er fängt mit dem Tauhid an, hier geht schon weiter, Tauhid, wieder. وَنَخْلَ مَا كُنَّ نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَوْبَعُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحَجْمِهِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ. Und, dass wir aufhören, für Ewigkeit das anzubeten, was unsere Vorfahren angebetet haben, wir von Steinen und Götzen. Dritte Mal Tauhid, von den ganzen Punkten, die da aufzählen, dritte Mal. Ja. Dann, وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ. Und er hat uns befohlen, dass wir die Wahrheit sprechen. وَأَدَى الْأَمَانَةَ. Und dass wir vertrauenswürdig sind, wenn es etwas anvertraut wird, dass wir es zurückgeben. وَصِلَةِ الرَّحِمِ. Und dass wir die Verwandtschaftsbande pflegen. وَحُسْنُ الْجِوَارِ. Und dass wir den Nachbarn gut behandeln. Guck mal, welche Punkte er alles aufzählt. Ganz wichtig. وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ. Und dass wir die verbotenen Sachen weglassen. وَالْدِمَاءِ. Dass man halt keinen tötet und verletzt, ja? وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ. Der hat uns, so, jetzt kommt der nächste Punkt. So, wir haben gerade gehabt, diese ganzen Punkte, die er verboten hat. Es wurde jetzt schon dreimal Tauhid aufgezählt. Immer wieder. Jetzt, da hat er uns verboten, عَنِ الْفَوَاحِشِ. Der hat uns die Unzucht verboten. وَقَوْلُ الزُّورِ. Das heißt, falsche Wörter, schlechte Wörter. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. Und dass man das Vermögen des Weisen für sich nimmt, ja? So. وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ. Und dass man die keuschen Frauen, was macht? Dass man sie beispielsweise der Unzucht bezichtigt. Ja, die hat, ist mit dem Mann fremdgegangen, etc. Das ist alles gute Eigenschaften. Und jetzt fängt er wieder an. وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Das ist jetzt das vierte Mal, dass er den Tauhid anspricht. Vierte Mal. Vierte Mal in dieser Rede. Viermal Tauhid. Dann. وَأَرَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ. Und er hat uns befohlen, dass wir beten, fasten und Zakat geben. So, jetzt. Was will ich hier sagen? Viermal erwähnt der Tauhid. Zu wem sagt er das? Vor wem sagt er das? Er sagt das vor Leuten, die neben Allah Maria anbeten und verschiedene Heilige anbeten und so weiter und so fort. Vor denen sagt er, der hat uns befohlen, nur viermal. Guck mal, für heute die Leute, die sagen, ja, geh lieber durch die Hintertür. Ach, die stehen dort. Die